Am 9. Dezember wurde in die Städtische Galerie in das alte Rathaus nach Wurzen geladen. Neben der Eröffnung des Weihnachtsmarktes und der Vernissage der Ausstellung »Wir sind, was wir tun« von Fabian Häublein, welche noch bis 11. Februar erkundet werden kann, stand die Aktionsraumkonferenz im Wurzner Land auf dem Programm. Alles war vorbereitet für einen Rückblick in ein umfangreiches Aktions- und Veranstaltungsjahr. Eingeleitet wurde der Nachmittag durch einen Videorückblick. Denn seit knapp einem halben Jahr werden die Aktionen im Wurzner Land auch auf YouTube sichtbar. Simone Rödel, Amtsleiterin des Jugendamtes im Landkreis Leipzig, richtete in Vertretung für Landrat Henrik Reichen anerkennende Worte an die Vertreter der Kommunen und vor allem die Vereine. Das Wurzner Land sei ein großes Vorbild in der interkommunalen Zusammenarbeit und in der Unterstützung und Befähigung der Vereine, auch durch die Förderung des weltoffenen Sachsens. Für die Bürgermeister ist diese Art der Unterstützung eine sehr gute Basis. Diese ermöglicht, dass eben von dieser Basis aus von den hier lebenden Menschen Aktionen entwickelt werden, was wiederum zielführender und nachhaltiger ist als von der Kommune vorgegebene. Großer Dank ging an die Personen, die im Hintergrund die Fäden zusammenhalten und koordinieren. Dabei gebe es im Abrufen der Unterstützung für das Vereinsleben und der Ausgestaltung der Aktivitäten bzw. Projekte im und für das Wurzner Land laut den Bürgermeistern noch viel Potenzial, aber steter Tropfen höhlt den Stein. Eben diese Verstetigung in den kommenden Jahren ist für die kommunalen Vertreter ein wichtiger Aspekt, der fokussiert werden sollte. Conny Hansbach, Stadtsprecherin aus Wurzen, blickte auf die unterstützten Projekte zurück. Durch die Förderung des weltoffenen Sachsens werden 95% durch das Land Sachsen gestützt. Eine wertvolle Möglichkeit, um die Vereinsaktivitäten voranzutreiben. 20.000 Euro gingen an Vereinsbeiträge mit dem Fazit der Steigerung der Qualität aller einzelnen Aktionen. Projektkoordinatorin Dr. Sabine Heimann präsentierte die Ergebnisse einer Umfrage in den Ortsteilen zur Lebensqualität im Wurzner Land. Auf die Frage, ob man bei einer Wahl hier im Wurzner Land bleiben würde, antworteten über 80% mit Ja. Ein deutliches Zeichen für den Erfolg der einzelnen Projekte und der Arbeit der jeweiligen Kommunen. Zu einer kleinen Umfrage über eben solche Themen wurde auch im Anschluss der Aktionsraumkonferenz geladen. Im kommenden Jahr sollen die Aktionen noch weiter ausgebaut werden. Nach Ablauf der WOS-Förderung Ende 2023 soll im kommenden Jahr eine Struktur geschaffen und Inhalte definiert werden, um die erfolgreiche Arbeit dann auch in den darauffolgenden Jahren weiterführen zu können.